Hallo, heute wurde ich gefragt, wie es sich mit der Plasmasturmkonsole aus dem Marquis Raider eigentlich verhält, wenn man die Panzerdurchdringung geskillt hat. Dazu kann ich schon mal sagen, ich hatte keine Ahnung, wie es damit aussieht, musste es also echt selber ausprobieren. Dafür habe ich den Resist-Viewer angeschmissen und ja, hau das Ding einfach mal raus. Und dann schauen wir mal, was da passiert, wenn ich nur die Plasmasturmkonsole drücke. Man sieht schon, das Schiff wird nach oben transportiert. Also ist jetzt aus der Perspektive vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, aber ja, insgesamt wird das Schiff nach oben gehoben. Also wie in so einem Tornado oder ähnliches. Widerstände hat es aber weiterhin auf Null, also sprich Minuswiderstände gibt es da keine, solange ich nichts oben drauf setze. Und jetzt wird es interessant. Wie sieht das aus, wenn ich das Ganze gleich nochmal, ich bewege mich natürlich nach oben, zusammen mit der also Spionageflotte drücke, die ja plus 10 Panzerdurchdringung bringen soll, angeblich. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus. So, jetzt habe ich mich mal mit der Spionageflotte parat, direkt auf 3,2 Kilometer entfernt hingestellt, habe auch wieder den Plasmasturm parat, drückt zuerst natürlich die Spionageflotte und dann den Plasmasturm und dann schauen wir mal, was sich da bei den Widerständen tut. Gar nichts. Aber das Schiff wird weiter nach oben gesaugt. Also den Effekt, den haben wir ja die ganze Zeit schon gesehen. Großartig, mehr Schaden kommt da nicht rein. Ja gut, es krittet, ne? Also wenn es einmal krittet, dann krittet es ja immer. Aber das ist ja um den Faktor, den ich ja schon in ja vor ganz, ganz vielen Videos beschrieben habe, erhöht. Also das passt alles soweit. Die Minuswiderstände durch die Armor Penetration der Spionageflotte, die haben wir hier nicht. Liegt auch daran, und das möchte ich jetzt direkt mal aufklären, wenn man in die Skillung reinschaut und dann mal die Hüllenpenetration anschaut, da steht ja unten hier die Armor Penetration. Die beeinflusst natürlich nur Waffen und keine Konsolen. Außer die Konsole ist eine Waffe, aber das gibt es ja nur ganz selten. Im Regelfall ist Armor Penetration oder Hull Penetration immer nur auf Waffen gemünzt und eben nicht auf solche Fähigkeiten wie die Plasmasturmkonsole oder Gravitationsquelle oder ähnliches. Also von daher, da kann man eventuell mal einen Skillpunkt einsparen, wenn man Wissenschaftler spielt. Oder halt auch einen reinpacken, wenn man Taktiker spielt. So, das war's auch schon wieder erklärt und ja, viel Spaß beim Ausprobieren.